Ich untersuche schwarze Löcher und finde, das ist das faszinierendste Forschungsprojekt überhaupt. Schwarze Löcher sind ganz kompakte Objekte, wo sehr viel Masse auf ganz wenig Raum gepackt ist, wo die Schwerkraft so groß ist, dass weder Licht noch Information aus diesen schwarzen Löchern entkommen kann. Das heißt, sie sind für uns dunkel, sie sind schwarz. Die Bilder von Neo Rauch finde ich faszinierend, obwohl ich immer davor stehe und mir nicht sicher bin, dass ich sie verstehe. Das Bild war ideal geeignet, um Sterne zu erklären und den Zusammenhang zwischen Sternen und schwarzen Löchern. Man sieht auf der linken Seite des Bildes die Konstruktion eines Sterns, einen auch hellen Bereich. Und direkt auf der rechten Seite sieht man ein schwarzes Objekt, auf dem Stern steht. Die Sterne strahlen, weil der Kernfusionsprozesse ablaufen, weil Wasserstoff zu Helium und so weiter verbrannt wird, bis letzten Endes zum Eisen. Und dabei wird Energie freigesetzt. Und solange diese Sterne strahlen, sind sie stabil. Aber sobald die Energieproduktion von diesen Sternen aufhört, dann kollabieren Sterne unter ihrer eigenen Schwerkraft. Und dann können schwarze Löcher entstehen. Und das passt wunderbar mit diesem Bild von Neo Rauch, wo auf dem schwarzen Objekt Stern draufsteht. Also das helle Objekt, der Lebensstern und dann das Objekt, was am Ende des Sternlebens entsteht, in einem Bild, das schwarze Loch. Stellare schwarze Löcher gibt es viele. Also wenn die am Ende eines Sternlebens entstehen können und wir Milliarden von Sternen in unserer Galaxie haben und in anderen Galaxien auch, dann kann es diese stellaren schwarzen Löcher häufig geben. So eine Galaxie hat normalerweise aber nur ein supermassives schwarzes Loch im Zentrum. Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig. Das sieht ja aus wie unser Foto von M87 oder Sagittarius als Stern. Man sieht ein dunkles Objekt, einen dunklen gefüllten Kreis vor einem hellen Hintergrund. Und das erinnert sofort an die Bilder von den supermassiven schwarzen Löchern, die wir gemacht haben. Das ist umwerfend. Das war eine unglaubliche Erfahrung, diese Bilder auf dem Bildschirm plötzlich zu haben und zu sehen, das muss ein schwarzes Loch sein. Und das hat man vorher noch nie gesehen. Wir waren die Ersten, die diese Bilder gemacht haben. Und das war fantastisch. Es gibt kein Objekt sonst im Universum, was im Inneren dunkel ist. Also da steckt ein supermassives schwarzes Loch drin. Und das Helle, was Sie hier sehen, das ist Plasma, was hier emittiert. Und der Grund, warum es auf so einen Ring gekrümmt ist, ist die Gravitationslinsenwirkung der Masse des schwarzen Lochs. Wir gehen im Moment von einem supermassiven schwarzen Loch im Zentrum aus. Aber es gibt sehr deutliche Hinweise, dass es sich bei dem schwarzen Loch vielleicht um ein Paar von zwei schwarzen Löchern im Zentrum handeln könnte. Aber wir haben noch nicht die Auflösung, um diese Objekte zu sehen. Es wirkt statisch, wenn wir abends den Sternenhimmel sehen. Aber wenn wir uns genauer angucken, wie unser Universum funktioniert, dann ist es überhaupt nicht statisch, sondern es ist dynamisch. Das Bild von Corinne Wasmuth hat mich wirklich fasziniert von Anfang an. Man erkennt Aspekte in diesem Bild aus dem alltäglichen Leben. Aber wenn man genauer hinguckt, dann verschwimmt es doch wieder und man erkennt es doch wieder nicht. Man wird Teil eines größeren Ganzen. Ich finde, da gibt es eine 1:1 Korrespondenz zwischen dem, wie wir heute unser Universum verstehen und das, was in diesem Bild dargestellt wurde, an ganz anderen Themen vermutlich. Aber es fühlt sich so an, unser Universum in den Beobachtungen und was wir gelernt haben, fühlt sich so an wie das, was ich da auf dem Bild sehen konnte. Und das fand ich schon umwerfend. Also ich bin echt dankbar, dass ich das heute durfte. Also es war für mich so eine aufregende und spannende Erfahrung, hier hinkommen zu dürfen und unsere Wissenschaft mittels Kunst erklären zu dürfen.
Ich denke, es ist eine Horizonterweiterung, ein Perspektivwechsel. Bei meiner Arbeit geht es sehr stark um Mustererkennung, Pattern Recognition. Und das profitiert sehr stark von Blick auf Bildern, Blick auf Kunst und der Auseinandersetzung generell mit künstlerischen Ansätzen.